Servus Leute, ich bin's wieder, der Niklas, und heute stelle ich euch den zweiten Teil von meinen neuen Spielen in 2021 vor. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, schaut ihn euch an, vergesst nicht ein Abo dazulassen, ich würde mich freuen und schon geht's los. Also, das erste Spiel, was ich vorstellen will, heißt Scarlet Nexus. Schon mal vorher, Entschuldigung, wenn ich was falsch ausspreche, tut mir leid, ist nicht mit Absicht. Ja, in dem Spiel wird der Spieler in eine Brainpunk-Zukunft geworfen, wo er die Welt gegen außerirdische Wesen verteidigen muss, die praktisch nur von übernatürlichen Menschen bekämpft und besiegt werden können, weil normale Waffen gegen die nichts anrichten. Die Hauptfigur ist Yamato Sumeragi und der beherrscht die Kraft der Psychokinese und die Handlung spielt praktisch in einer futuristischen Stadt namens New Himuka, komischer Name, die zwischen Technologie und übernatürlichen Fähigkeiten gefangen ist. Und in dieser Stadt gibt es praktisch Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und die schließen sich dann zu so einer Taskforce zusammen und kämpfen dann gegen die Außerirdischen und sind praktisch das letzte Schutzschild der Menschen. Ja, und das Release ist leider für das Spiel immer noch unbekannt. Aber vorher schon mal zu sagen, es ist im Anime-Style gehalten. Und ja, man kann sich auf viele bunte Farben und so ein Zeug freuen. Ja, das zweite Spiel, was ich euch vorstellen will, heißt Chorus. Und in dem Spiel geht es praktisch um die Sternschiff-Pilotin Nahara. Und die jagt mit ihrem Schiff den Geheimkult des Circle und ihren dunklen Anführer. Ja, das Spiel bietet für den Spieler viele verschiedene Verfolgungsjagden durch das All. Und es gibt weiterhin Dogfights, in denen ihr eure Waffen und euer Schiff verbessern könnt. Ja, ich sage jetzt mal, das Spiel kommt für die Konsolen raus, für die PS4 und die Xbox One, aber natürlich auch für die neue Konsolenserie. Und auf der neuen Konsolenserie habt ihr eine bessere Grafik, eine bessere Physik und allein vom Spiel mehr Zerstörungen. Ja, und das Release-Datum ist auf 2021 gesetzt. Ja, das dritte Spiel heißt Starfield. Das ist ein Ultra-Next-Gen-Titel und es spielt im Weltall. Und man weiß bis jetzt noch so viel, dass das Weltall auch bereisbar ist. Das Spiel wurde entwickelt von, oder beziehungsweise wird entwickelt von Bethesda, aber mehr als ein, zwei Fotos und ein ganz kurzer Trailer, in dem man den Planeten und eine Raumstation sieht, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Aber immerhin, die haben sich straff dran gehalten, es soll 2021 veröffentlicht werden. Ja, das vorletzte Spiel heißt Quantum Error und es ist praktisch ein Horror-Shooter, der in First Person gespielt wird. Es gibt bis jetzt für das Spiel einen einzigen Trailer und den kann man sich mal anschauen und es gibt praktisch drei gruselige Szenarien. Zum einen gibt es eine enge, ekelhafte Raumstation. Also das war das erste Szenario, was praktisch Grusel hervorregt. Natürlich gibt es dann noch schöne Alienspinnen. Und das Schrecklichste bei der Sache ist dann wahrscheinlich, dass es infizierte Menschen gibt, die infiziert, wieder auferstanden, irgend sowas in die Richtung sind. Und die wollen euch jetzt vermutlich durch diese Raumstation jagen. Bei ein paar Leuten haben sie es schon erwischt, denn die liegen dann da auf dem Boden ausgeweidet rum. Ja, das Spiel wird jedoch nur auf der PS5 und auf der neuen Xbox-Serie erscheinen. Und das Release-Datum ist bis jetzt unbekannt. Ja, das Interessanteste an den ganzen Dingern finde ich eigentlich ist das neue Spiel der Herr der Ringe Trilogie. Und es geht nicht um irgendeine berühmte Figur, sondern einfach nur um Gollum. Ja, die Hauptfigur ist, wie gesagt, Gollum. Und in dem Spiel wird praktisch viel mit seiner gespaltenen Persönlichkeit gearbeitet. Es wird sogar vermutet, dass man damit die Handlung bestimmen kann. Ja, und es besteht praktisch aus Stealth- und Action-Elementen, das Spiel. Natürlich gibt es auch bekannte Figuren, wie Gandalf zum Beispiel. Und zeitlich spielt das Ganze vor dem ersten Film, ich glaube, der heißt Die Gefährten. Und es wird für die PS5 und für die Xbox Series, ich weiß nicht, wie die neue Xbox heißt, veröffentlicht. Ja, das war's dann erstmal für den zweiten Teil von den neuen Spielen für 2021. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Lasst mir eine Bewertung da, ich würde mich freuen. Ein Abo natürlich auch und dann. Wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann.